Optisch hat sie sich verändert, der Anspruch der Tagesschau-Redaktion aber ist derselbe wie vor 70 Jahren. Das Publikum soll sachlich, schnell und vor allem korrekt über die wichtigsten Ereignisse informiert werden. Früher mit Kreide und Taschenlampe. Heute bespielt die Redaktion 24 Stunden am Tag viele Kanäle, von Fernsehen bis Social Media. Die größte Herausforderung aus Sicht des Tagesschau-Teams: In Krisenzeiten sind vielen Menschen die Nachrichten oft zu düster. Dem begegnen wir, indem wir versuchen, die Themenpalette etwas zu erweitern, indem wir auch Kulturstücke bringen, indem wir auch Wissenschaftsstücke bringen und indem wir auch immer nach lösungsorientierten Varianten einfach schauen. Durchaus umstritten war der erste Auftritt auf der Social-Media-Plattform TikTok vor 3 Jahren. Doch damit konnte die Tagesschau beim jungen Publikum punkten, wie die Kommentare der User zeigen. Alle wussten um diese blaue Weltkugel mit der 1. Niemand setzt sich um 20 Uhr hin und guckt die. Und dass sie sehr dankbar dafür sind, dass wir ein Angebot gemacht haben, was extra für sie ist. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Nachricht, aber so präsentiert, dass es zur Plattform passt. Gerade solche Social-Media-Angebote halten Medienforscher für unverzichtbar. Die Öffentlich-Rechtlichen haben den Auftrag, in die Breite zu gehen, alle zu erreichen. Kommerzielle Medien können sich es ja auch leisten zu sagen, für uns sind nur die Leute über 35 interessant, die vielleicht auch für uns zahlen. Im Fernsehen ist die Tagesschau nach 70 Jahren nicht nur die älteste, sondern auch die erfolgreichste Nachrichtensendung.